Hallo, herzlich willkommen zu Sallys Welt. Heute gibt es einen richtig leckeren Snack, den ihr alle kennt. Und zwar mache ich Popcorn, süß und herzhaft. Ich werde euch zuerst im ersten Schritt zeigen, wie man Basis-Popcorn herstellt, praktisch ohne Geschmack, ganz neutral. Einmal im Topf und einmal mit Hilfe einer Küchenmaschine. Und dann zeige ich euch eine richtig leckere, herzhafte Variante. So ein bisschen mediterran, orientalisch angehaucht. Und dann noch eine schöne, süße Variante, nämlich Regenbogen-Popcorn. Das kann man dann entweder so machen, farbig sortiert, oder auch richtig schön bunt gemischt. Und ich würde sagen, wir starten jetzt gleich. Ihr braucht im Prinzip nur Mais und ein bisschen Öl. Um Popcorn herzustellen, brauchen wir im Prinzip nur zwei Zutaten, und zwar Mais und Öl. Ich habe jetzt hier ein Rapsöl, ihr könnt auch ein Sonnenblumenöl nehmen oder zum Beispiel auch ein Kokosöl, was man ultra hoch erhitzen kann. Danke, Samira. Und ihr könnt es jetzt entweder im Topf herstellen oder ich mache das auch einmal in der Kenwood Gourmet. Die hat nämlich die Hitzefunktion bis 180 Grad und die Temperatur braucht man auch, um Popcorn herzustellen. Zuerst einmal zeige ich euch die Zubereitung im Topf. Dafür nehmt ihr am besten einen großen Topf und hier gebt ihr jetzt das Öl rein und erhitzt es. Da müsst ihr nur aufpassen, dass ihr es nicht zu sehr erhitzt, damit das Öl nicht verbrennt. Das heißt, auf mittelhoher Hitze genügt es voll. Kommen. Und sobald das Öl heiß ist, gebe ich dann den Mais dazu und verschließe sofort den Deckel. Was ganz wichtig ist, dass ihr währenddessen immer mal wieder den Topf schüttelt, damit sich der Mais mit dem Öl gut verbinden kann und eben alles auch schön verteilt wird. Ich mache es dann so, dass ich die Hitze dann wegnehme und den Herd ausschalte, damit das Popcorn nicht verbrennt. Und da muss man jetzt auf jeden Fall immer dabei stehen und auch den Topf immer mal wieder schütteln, damit das Popcorn durchmischt wird und damit nichts anbrennt. Und sobald die Popgeräusche dann fast aufhören, könnt ihr den Topf vom Herd herunternehmen, den Deckel am besten noch kurz geschlossen lassen und dann können wir das Popcorn schon rausnehmen. Und jetzt zeige ich euch die Zubereitung in der Kenwood Gourmet. Die hat die Hitzefunktion bis 180 Grad und hat sogar eine Popcorn-Funktion. Und darin werde ich das jetzt machen. Dann kann ich nämlich auch nebenher ein bisschen was anderes vorbereiten und habe dann gleich mein super leckeres Popcorn. Ich zeige euch das jetzt mal. Hier kann man zwischen den Programmen wählen. Das heißt, ich gehe jetzt hier auf die Programme. Antippen, dann herzhaft und süß, da gehe ich auf süß und dann einfach weiter, bis sonstige erscheint. Bei sonstige kommt dann auch gleich das Popcorn und ich kann es auswählen. Jetzt steht hier Element entfernen, das heißt Rührelement entfernen, da braucht man nämlich keins dafür. Dann die Eingabetaste drücken, Zutaten zugeben, ist an der Stelle jetzt das Öl. Dann wieder die Eingabetaste drücken und jetzt den Geschwindigkeitsregler betätigen. Jetzt wird zuerst einmal das Öl erhitzt und ich muss einfach ganz kurz warten. Sobald das Öl erhitzt ist, steht dann hier Zutaten zufügen und Eingabetaste drücken. Das heißt, an dieser Stelle kommt der Mais dazu. Deckel drauf und Eingabetaste. Und jetzt erwärmt die Maschine das Öl und den Mais einfach wieder auf 180 Grad. Hier läuft die Zeit von 10 Minuten ab runter und ich kann jetzt in der Zwischenzeit was anderes machen. Da ist schon Popcorn an der. Und das ist nicht mal so bumm gemacht. Sehr gut. Jetzt ist das Popcorn auf beiden Seiten fertig. Und jetzt ist es natürlich noch neutral. Das heißt, hat im Prinzip nur Popcorn-Geschmack, aber nicht salzig oder süß. Hier gucken wir auch kurz rein. Und hier im Topf muss man einfach aufpassen, man muss wirklich die Hitze wegstellen. Ansonsten kann es passieren, dass es am Topfboden einfach anbrennt. Denn das Öl im Topf, wenn da einfach Hitze drauf ist, kann überhitzen und dann verbrennt euch das Popcorn. Vorsicht, heißes Popcorn. Und jetzt verwenden wir dieses Popcorn und ich zeige euch, wie man zuerst die herzhafte, also die salzige Variante zubereitet. Los geht's mit dem salzigen Popcorn. Ihr könnt das jetzt im Prinzip so machen, wie ihr das gerne möchtet. Ich habe mir hier eine Gewürzmischung zusammengestellt. Und zwar habe ich jetzt hier Paprikapulver, Currypulver, Kreuzkümmel, Salz, Pfeffer und Chili. Und davon jeweils etwa einen Teelöffel, wobei bei Salz und Kreuzkümmel habe ich etwa einen halben Teelöffel genommen. Die Mischung kommt jetzt hier rein und dann wird alles gut gemischt.
Und wenn es fertig ist, sieht es dann so aus und hat eine richtig schöne natürliche Farbe. Jetzt zeigen wir euch, wie man buntes Karamellpopcorn herstellt. Und zwar nehmen wir dafür Zucker und färben den Zucker mit Lebensmittelfarbpasten ein. Wir haben uns jetzt für Gelb, Orange, Blau, Grün, Lila und Pink entschieden. Den Zucker haben wir jetzt hier kurz trocknen lassen, muss man aber nicht, man kann ihn auch gleich weiterverwenden. Jetzt zeige ich euch die Zubereitung im normalen Topf. Ich nehme einfach ein bisschen Wasser. Das kommt jetzt in den abgekühlten Topf rein, also jetzt Vorsicht mit Wasser und Fett. Und da gibt die Samira jetzt ein bisschen Zucker rein. Und da gebt ihr einfach Zucker nach Geschmack dazu. Ups, gehen wir weiter her, so. Oh, das sieht gut aus. Ja, komm, wir schütteln so ein bisschen. Oh. Oh. Und für den leckeren Geschmack kommt noch etwas Vanilleextrakt rein. Darf ich das? Ja. Reicht schon. Jetzt lassen wir den Zucker mit dem Wasser einfach aufkochen und das verhindert einfach, dass das Karamell zu schnell verbrennt. Und deswegen mache ich immer gerne die Variante mit Wasser. Jetzt müsst ihr hier nur aufpassen, dass es euch nicht verbrennt. Das heißt, kurz dabei bleiben und sobald die Bläschen immer kleiner werden, habe ich Karamell und kann dann die Temperatur auch ausschalten. Guck mal, jetzt sind die Blubberbläschen ganz klein. Jetzt habe ich den Herd ausgemacht und jetzt kommt Popcorn dazu. Darf ich das machen? Ja, komm, noch ein bisschen. Noch eine Handvoll. Und rein. Und jetzt gut durchrühren. Jetzt kommt das Karamellpopcorn raus und dann muss ich es abkühlen lassen und kann es dann so ein bisschen voneinander trennen. Jetzt noch die Zubereitung in der Gourmet. Das Popcorn habe ich jetzt rausgenommen und gebe jetzt hier auch Zucker, Wasser und Vanilleextrakt rein und werde es jetzt erhitzen auf 180 Grad und sobald das Karamell bereit ist, kommt das Popcorn mit dazu und wird gut durchgerührt. Fertig ist nun das Popcorn und ich finde es richtig schön. Hier habe ich das bunte Popcorn schön gemischt und falls ihr jetzt nur süßes Popcorn haben möchtet, ohne Farbe, macht ihr einfach die Schritte genauso, nur fügt eben keine Farbe hinzu. Also ganz normalen Zucker, Wasser und Vanille. Die Vanille ist wirklich super lecker und das gibt es ja auch sonst nirgendwo anders. Dieses herzhafte Popcorn wäre jetzt was für meine Schwägerin, die liebt Popcorn über alles, aber nicht süß. Ich würde mich gleich eher auf das Süße stürzen und falls ihr das Rezept nachmachen wollt, dann geht auf sallys-blog.de. Da steht es nochmal, auch die genauen Schritte und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!